The fuck ist er? Oh Gott. Okay, anscheinend haben wir den richtigen Boss. Ja, Fangame. Macht keinen Profit. Ja. Ja. Oh. Laut? Wir haben das Leaderboard, wir haben einen Shop. Okay. Wir haben zwei Character Packs. Das sind die Upgrades. Sieht erstmal nach Standard aus. Food Drop bei 4%. Okay, okay, okay. 4% mehr Food Drops. Okay. Armory. Sieht aus wie die verschiedenen Waffen. Okay. Einfach mal rein. Okay, wir haben hier, wir haben links verschiedene Attack-Speed-Sachen stehen. Richtig ist unser Attack. Wir haben Pistole, ein Dreizock, Tentakel, Königsschwert, eine Sense. Oh. Ah, Tentakel oder Sense. Das sind beides schon wilde Optionen. Ich... Wir gehen erstmal mit Tentakeln rein. Stage Mode oder Endless Mode? Okay, wir wollen den Stage Mode, glaube ich, erstmal ausprobieren. Wir gehen erstmal nicht nach Leaderboard. Okay, wir machen. Okay, ich weiß nicht, ob es wirklich Z ist oder Y. Mit WASD schätze ich mal nicht laufen. Ein ordentlicher Tentakel, würde ich sagen. Aber er bleibt nicht so lange bestehen, wie man ihn sieht. Doch, doch, tut er. Okay. Okay, okay. Gehen wir wieder rüber? Das ist überall so semi-optimal, ne? Aber so können wir wenigstens Skills. Ich glaube, das ist besser. Wir können Tentakel Level 2. The Void. Targets with 57 Peaks. Move slower bei 20%. Hm, ja. Holobomb. Bomb that explodes, dealing damage to all nearby targets. Drop lava on the ground during targets. Burning targets slowly. Oh. Aber dadurch verliere ich die andere Weapon ja nicht. Ne? Wir haben links oben haben wir Weapon Slots und Armory Slots. Ich glaube, das. Ich glaube, das funktioniert dann so, dass wir einfach ganz normal wieder mehrere verschiedene Sachen haben können. Wir gehen erstmal mit der Void. Wir gehen mal mit der Void. Okay, es sieht so aus, als würden einfach alle... Ja, genau. Sobald die mal in der Void sind, werden die geslowt. Okay. Okay. Oh, zu den Shrimps kommen jetzt noch Skelette dazu. Wieso halten diese fucking viele aus plötzlich? Holy moly. Gott. Okay, 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 okay. Wir können Tentakel wieder Level 2. Wir haben auch an den Skills haben wir auch die Symbole dran, was passiv und was aktiv ist. Okay.
Spider Cooking, create an area of Miasma around, dealing slow damage to enemies inside. Uber-Sheep. Every 20 seconds food will drop close by. Also increases food drop's chance from defeated targets by 10%. Oder Sake. If not taking any damage for 10 seconds or longer, increase crit by 10%. Buff ends upon receiving damage. Wir gehen erstmal mit den Spiders. Oh Gott, das sind die Hühner fies. Ich hab Geld gefunden. Jetzt sind erstmal alle in unserer Nähe geslowt. Und wir machen automatisch Damage. Ist schon in 10 gut. Ich denke, das ist schon mal der Weg. Was haben wir hier? Plug-Type Sakuko. Fast Piercing Tail. Targeted at a random target. Klingt weird. Ah, Tentakel und Void kann nur der Charakter haben. 18. Wir nehmen den Kollegen. Wir nehmen Piercing Tail. Was machen die denn da? Ich will mehr Tentakel, glaube ich. Body Pillow. Gain Shield that absorbs up to 15 Damage. Alle 15 Sekunden erneuert sich das Schild. Oh. Kann ich da durchlaufen? Wahrscheinlich nicht, oder? Doch. Smart. Okay. Da liegt Essen. Wir gehen zum Essen. Erstmal direkt Leben wieder aufgefüllt. Oh, was haben wir hier? Kalt. Ach so, das sind einfach 150 Pixel. Das ist einfach die Entfernung, schätze ich mal. Also jedes Ziel innerhalb von 150 Pixeln erhöht meinen Angriff. Oh, das ist wild. The Ancient One. Summon A0. Every 5 seconds, create zones. Ah, Headphones. Das ist ein Knockback. Wir nehmen die Headphones. Oh Gott, oh Gott. Das macht der große Schrimp. Fuck off. Ich gehe davon aus, dass der große Schrimp ein Boss ist. Liegt ganz viel Kram. Ich will auch Agent One. Moment, muss ich dafür was tun? Wieso wird er nicht angezeigt? Hä? Obacht. Okay. Nurse's Horn. When a target is defeated, there is a 20% chance to heal for 5% of max HP. Alter, ist ja richtig geil. Aber ich glaube, ich gehe erstmal auf die Headphones. Ich möchte gern mehr von dem Knockback sehen. Oh Gott, das ist ja eine komische Puschels mit Heiligenschein. Blockiert der Baum? Ja, der Baum blockiert, okay. Also wirklich auch im Vordergrund. Haben wir einen Cloak? Kann ich hier durch? Okay.
Da ist eine Kiste. Wir müssen zur Kiste. Okay. Warum ist denn hier ein Stern dran? Wir nehmen die Kiste. Open. Okay. Wir haben drei Sachen auf einmal gekriegt. Wir haben nochmal Spinnen gekriegt, wir haben nochmal Tentakel gekriegt und wir haben nochmal einen Schwanz gekriegt. Take natürlich alles. Mega heftiger Damage Increase. Da liegt nochmal Geld. Von Verschick Lazarus. Habe ich nur ganz kurz mal reingeguckt. Ist turn-based, ne? Also rundenbasiert. War doch das. Oder war das das andere? Ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht. Ich glaube, ich gehe jetzt mal weiter auf den Schwanz. Okay, ich muss hier durch. Wieder ein Huhn. Wir haben mittlerweile schon 267 Coins. Das ist ziemlich stark. Gehen wir auf die Headphones. Weberal. Ist es wirklich auch so? Dann war das andere, glaube ich, ne? Was ich dann gesehen habe. Okay, dann muss ich auf jeden Fall nochmal reingucken. Pickup Range. Nehme ich. Pickup Range wird komplett unterschätzt. Oh Gott, wer sind denn die jetzt? Kriegen wir so gute und böse, lustige Fliegeviechers? Der Tentakel ist schon cool, aber er schlägt halt nur in die Richtung, wo ich gucke, ne? Ist nicht ganz so praktisch. Oh Gott, von rechts kommt wieder irgendwas. Was ist das? Psycho-Eggs. Burn Eggs that spirals outwards from the player. Klingt gut. Nee, hör mit. Wo ist sie? Okay. Gleich einfach schlichtweg dead. Da liegt Essen. Hat ein bisschen geholfen. Dann gehen wir jetzt aufs Uber-Schieb. Mehr Essen ranbringen. Kommt wieder so ein Riesenschrimp. Wir hauen einfach ab. Die Gegner werden schon sterben, während ich abhaue. Wir müssen Geld mitnehmen, auf jeden Fall. Uns so etwas leisten können. Void Buddy Pillow. Oder nochmal Headphones. Wir haben Headphones aber auch schon auf 3, ne? Wir gehen mit der Void. Mehr Essen geholt. Self-Heal ist gut. Kommen mir aber erstmal nicht so viele Items vor, oder? Muss man ihn auch noch freischalten? Wir gehen mit dem Plug. Oh Gott, wer sind denn die? Wer sind denn die Nackthunde? Mit der Mütze. Fuck.
Glowstick. Glowstick. Throw a glowstick to a nearby target and then spins back to the player. Klingt geil, nehme ich. Ihr kennt mich, alles was passiv irgendwo reinballert, ist geil. Weapon attack speed by 5%. Increase the size of the axe by 20%. Increase the damage by 20%. Die Lava würde mich auch noch interessieren. Hier ist noch mit der Lava. Oh, da haben wir den Knockback mal gesehen. Gehen wir durch. Ich nehme das Body Pillow. Die Musik ist geil, ja. Die Musik ist wirklich cool. Wobei es auch schon ein bisschen Swing hat, ne? Nehm kalt. Die Headphones. Mehr Knockback. Da ist die Lava. Und mehr ist nicht geil. Peaky Peaky P-Man. Upon being hit, increase crit by 10% for 10 seconds. Wir nehmen die Angel Mode. Was ist mit den Leuten? Die Axt. 20% größer, 20% mehr Schaden, klingt wild. Oh Gott, was mit dem Riesenskelett? So, wir kriegen gleich nochmal eine Kiste. Ich nehme nochmal einen Glowstick. Wir machen die Kiste auf. Ja, ist doch voll nice. Tentakel, The Void. Riecht gut. Okay, wir haben nochmal Spider-Cooking gekriegt. Wir haben einen Plug gekriegt. Wir haben Glowstick gekriegt. Nice. Oder komm, Hühner. Noch mehr Hühner. Ich glaube, da unten ist noch eine Kiste. Da kommen noch mehr Hühner. Voll gut. Das ist Amboss. Full Meal. All Healing ist doubled. Gehen wir rein. Was ist der Amboss? Ein Upgrade. Oh. It's not knockback on hit. Oh Gott, was machen die anderen? Reduces the time between attacks by 20%. Increases area by 25%. Increases lava area by 20%. Reduces delay between attacks. Increase the size of Glowstick by 25. Ist alles geil. Okay. Achso, also das ist alles einfach nur noch ein besser. Okay. Okay. Dann gehen wir auf den Glowstick. Hilfe. Hilfe. Lilu, das wünsche ich dir auch. Ich hoffe, du hast einen wunderschönen restlichen Montag und ich hoffe, eine
allgemeine, schöne, restliche Woche. Mach's gut. Wo gehe ich rein? Was bedeutet das Rote? Was bedeutet das Gelbe? Das verstehe ich noch nicht. Okay. Wir gehen erstmal in den Wolken. Oh, ein Magnet. Nightly Milk. Increase Attack Range of Area Type Weapons by 10%. Also increase Pickup Radius by 30%. Geil. Wir nehmen die Axt. Wir nehmen die Glowstick. Und da ist noch eine Box. Oh, die Glowsticks. Das ist noch ein Amboss. Ich gehe weiter in die Glowsticks. Die scheinen geil zu sein. Nächste Kiste. Wir sind gut dabei. Glowstick. Tentakel. Und ein Plug. Oh, the fuck ist er. Oh Gott. Okay, anscheinend haben wir einen richtigen Boss. Muss aber eigentlich nur über ihm bleiben, ne? Kann eigentlich gar nicht. Okay, der ist easy gedodged. Ich will das auch knoppeln. Aber am liebsten nicht von vorne. Den von vorne zu knuddeln, könnte ein Problem werden. Alter, die nackten Hunde mit der Mütze, ne? Die machen mich fertig. Essen? Fulli, was ist das denn? Was sind das für Mäuse? What the fuck? Der Boss ist tot. Okay. Wir gehen weiter auf. Ja, ich renne einfach rein. Mach die Kiste auf. Aber der Boss trotzdem nichts Besonderes, ne? Genauso wie jeder andere Boss. Okay, wir kriegen Lava. Ich gehe auf die Axt. Die Axt ist geil. Axt in die Glowsticks feiere ich sehr schon. Die Bocken. Was? Die Durchsichtigen machen dir keinen Schaden, by the way. Oho. Face Mask. Increases damage by 30%. Take 30% less damage. Okay. Wir können natürlich auch direkt einen Hamburger nehmen. Aber die Maske musst du mit. Wir wissen alle, wenn wir eine Maske tragen, machen wir 30% mehr Schaden. Deswegen, Leute, tragt weiterhin eure Masken. Das ist wichtig für den Damage. Sonst kommen riesige Katzen mit Laserstrahlen und machen euch tot. Scheiße, ist halt nicht geil. Denkt mal drüber nach. Ich gehe. Gehe ich für den Kalt oder für Oberschieb? Spiders, Headphones. Vier Headphones. Mehr Knockback. Gott, wo kommen die schon wieder? Wo ist die Kiste? Da ist die Kiste. Oh, nächste Axt. Remove Hit Limit
and lasts 1 second longer. Klingt gut. Die Sterne kosten, meine ich, keinen Slot und sind charge-spezifisch. Okay. Werden wir mal ein Kissen bekommen. Habt ihr den Dodge gesehen? Insane. Musik finde ich besonders schön, weil sie durchgängig ist. Dass sie schön geloopt ist. Was war das andere? No Man's Survivor? Da fand ich es nicht ganz so optimal mit der Musik. Du hattest halt verschiedene Musikstücke und die waren halt nicht geloopt, sondern die fingen halt an und hörten auf. Der Tag ist nahezu nutzlos, ne? Geh weiter in die Axt. Frag mich halt, ob man evolven kann. Evolven wäre jetzt noch so ein Ding, das wäre halt geil. Habe ich mich früh genug gemutet? Oder sind euch gerade einfach die Gehörmuscheln abgefallen? Sorry. Sorry. Jetzt das Wissen oder rausfinden, das ist ja eigentlich schon eine Antwort. Also wenn ich was rausfinden kann, dann würde ich jetzt eigentlich davon ausgehen, dass es nicht geht. Geh weiter auf die Face Mask. Liegt noch Essen. Jetzt kommen Skelette mit Knüppeln, ey. Bist du denn verrückt? Von oben kommt was. Jetzt geht aber nicht so wie ein Vampire, so klar. Ist ja schon mal eine Info. Alter. Ja, sicher. Da soll viel essen. Kann man so Magnet werden, nice. Ist das ein bekanntes Lied? Ey, hoffentlich werde ich dafür nicht geclaimt, ne? Das wäre ärgerlich. Hier unten liegt eine Kiste. Anscheinend haben wir irgendwo wieder einen Boss getötet. Mal weiter rechts rüber, ne? Zum Runterlaufen. So ein EP mitnehmen. Mehr Axt. Das ist Maximallevel. Okay, wir sind auf 7. 7 scheint Maximallevel zu sein. Ach, guck doch mal, die komischen Obstbengel. Oh, die haben so Äste als Arme und die Eulen außen, die ist super. Optisch ein sehr tolles Spiel. Sehr, sehr toll. Wir gehen mit dem Lava-Bucket. Für der Mama nichts verkehrt. Wo sind die Kollegen? Okay. Ich habe jetzt ja eigentlich alle Passiven voll. Was passiert denn, wenn ich jetzt einen anderen Passiven nehme? Ah, nee. Ich habe die Milch genommen? Ah, die Milch war geil, stimmt. Okay, wir machen die Kiste auf.
Ersteller meinte, man darf es streamen. Er hat die Rechte daran. Item öffnen, hast du den Song von Hololive selbst. Die claimen aber nicht. Okay. Ich hoffe. Ja, durch. Easy gedodged. Ey, schaffen wir unseren ersten Run direkt durch? Das wäre halt geil. Wow. Knüppelmann. Ganz schön großer Knüppelmann. Auf mein Lava, du Penner. Wieso heulst du? Was ist los? Sorry. Wir gehen. Wir gehen in Tage. Mehr Eulen. Fuck. Oh, wow, wow, wow. Wow, 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 wow. Oh, geil, Essen kriegt. Das Uberschieb ist echt nicht schlecht. Die machen schon ganz schön viel Schaden jetzt. Allerdings liegen zwei Kisten. Bin ich hier dran? Mit den Tentakel, machen auf. Oh, ach so. Mehr Lava. Freeze Movement Speed. Oh, das nehme ich mit. Schnell abhauen können ist, glaube ich, eine gute Idee. Bräuchte ich die andere Kiste aber halt noch. Oh Gott, wer ist er denn? Wer ist denn der böse Kohlrabi da? Lava? Oder meine Kiste auf. Mehr Spinnen. Hä? Oi, 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 oi. Oh, kann ich vielleicht mit dem Amboss evolven? Wirklich wär's. Ich kann die Gegner outrunnen, ne? Aber es ist knapp. Die sind schon wirklich ganz schön schnell. Ich komme hier an meine Kiste. Na was? Kann ich da jetzt was machen mit? Oh, das kostet aber Geld. Success. Weapon Strength um 20% erhöht. Oh, what, what? Eieiei. Licht wieder irgendwas. Oh Leute, ich brauche Essen. Kann ich da schon mal reintippen? Jetzt ganz schnell wieder weglaufen. War gut. Das war sehr gut. Glowstick und Axt erweitert. Ich weiß halt nicht, ob das vom Verhältnis her krass ist.
meine, 20%? Was war das denn? What the? Oh, oh. Oh. Increase all attack power by 8%. Geh ich rein. Oh. Summon tentacle awakened. Chain another tentacle in chain at a random direction. What? What? Okay, gehen wir auf Milch. Oh, Movement Speed. Gehen in Lava. Jetzt gibt mir jeder Startwaffe. Oh. 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 Oh Gott, wer ist sie? Oh Gott, wer ist sie? Oder er. Weiß ich nicht. Junge, nein! Bist dich. Oh Gott, oh Gott. Also die Lava-Pools sind schon cool. Oh, das ist ein goldener Amboss. Und noch ein Magnet. Es ist ja noch gar nicht tot. Warum ist sie nicht tot? Ich nehme Body Pillow. Ein Shield. Komm, Rainer. Die blinken auf. Was? Collab? Was? Ich kann den Elite Lava Bucket und die Psycho X collaben. Ein Komet. Collaboration of Elite Lava and Psycho X. Real Business Partners. What the fuck? Alter. Okay, das ist insane. Das ist ja nur cool. BL-Book. Ich gehe erstmal in die Spiders, glaube ich. Jetzt will ich Sachen maxen. Also das ist hier die Alternative zum Evolve, okay. Das ist cool. Ist ein eigenes Ding. Feier ich sehr. Wir haben die Spinne auf Max. Oh Gott, das macht alles so viel Schaden, ne? Versuche mich hier mal durchzumauscheln. Bisschen mehr Kohle noch einsammeln können. Was ist das hier? Crit up? Increase Crit Chance 3%. Hm. Ich frage mich halt, ob die Passiven auch kombiniert werden können. Ich glaube, ich nehme mal das für die Stats, oder? 3% Crit. Das ist mehr, als man denkt. Da liegt ein Amboss. Oh, ganz dumme Idee. Ganz dumme Idee. Die Bombe? Wir nehmen mal die Bombe mit.
Wir kiten eh großteils, da passt das, glaube ich. So, und jetzt runter zum Amboss. Macht es Sinn? Oh, wir könnten den noch, ne? Oh. 20% erhöhen. Oh. Let's go. Stärken unseren Meten. Jetzt kommen dieselben Gegner nur noch mal größer. Okay. Stage complete. GG, my friends. GG. Also musste ich einfach nur den Boss besiegen. Okay. Das ist cool.